Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, ich sagte noch, ja, ich mache mal offscreen weiter und schau mal, was ich so finde oder nicht finde. Und ich hatte dann gefunden, erstmal diese Reliktruine, wollte da eigentlich hin und so auf halbem Wege gucke ich und sehe dann hier eine ewige Schmiede. Sah alte Ruine und wollte jetzt nicht da draufklicken. Ja, legitim, ja, toll. Sorry. Ich war so happy. Ich denke, ich habe da eben irgendwas entdeckt, was nutzbringend ist, aber leider, leider nein. Nun gut. Nun gut, nun gut. Ärgerlich, 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 aber. Ja. Was sagen unsere Versorgungswerte hier? Könnte besser sein in der einen oder anderen Richtung. So, ich mache mal hier wieder eine. Wir sind mal wieder ein bisschen zügiger unterwegs. Ich war so davon überzeugt, dass wir da jetzt was entdeckt haben. Goldrein, so weit weg. Kennen wir den schon? Wo ich jetzt dahin düse und. Ja, den kennen wir schon. Ah, das ärgert mich jetzt doppelt. Mann. Nochmal. Ja, wie gesagt, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es hier überhaupt irgendwas in dieser Richtung zu entdecken gibt, hier von diesen Wundern. Ist nicht Wald, also ganz normaler Wald, ja. So. Dann jetzt hier mal ein bisschen schnell auftanken. Da haben wir alles gefunden, was es zu entdecken gibt. Da sind Ruinen. Ärgerlich. Dicht. Eine ewige Schmiede, die kennen wir schon. Tja, es ist wie immer, ne? Man findet alles Mögliche, nur nicht das, was man sucht. Leider Gottes ist es so. So, ich plündere mal hier, was ich plündern kann bezüglich des Wassers. Wenn wir damit durch sind, dann werde ich dann mal bei dem Dickicht mal so ein bisschen nachgucken. Schillernder Teich. Schillernder Teich. Das können wir, glaube ich, auch schon. Ich guck mal kurz. Ja. Ist bekannt. Okay. Ach, ärgerlich, 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 ärgerlich. So, wie sieht's hier aus? 7 verbleibend. Die lassen wir mal da, wo sie sind. Dafür kümmern wir uns mal so ein bisschen hier um das Dickicht. Was ist denn hier los? Hallo? Klicke hier und bitte dann auch hier entsprechend Einsatz zeigen. Dickicht leer. Wasser, nicht optimal, aber wir sind einigermaßen dabei. Okay, Blick auf die Karte. So, hier haben wir auch nichts entdecken können. Sicher zu gehen. Das ist eine kleine Siedlung. Ja, wo soll das ganze Gedöne denn sein? Das ist ja.
schon so ein bisschen frustrierend. Hier ist nichts. Wenn es hier irgendwas gibt, dann ist es nichts. Davon haben wir jede Menge. Gelegentlich ein bisschen Wasser. Da können wir wieder unseren Flieger verschönern, wenn wir den wollen. Was aber im Grunde genommen nichts bringt. Außer, dass die Gebäude halt ein bisschen anders aussehen. Ist nicht? Leben. Okay. Ja. Ja, auch nicht. So richtig zielführend ist das auch nicht, ne? Bin da im Augenblick nicht so begeistert von. Also Ruine kennen wir mit Sicherheit auch. Wo bin ich? Ja, genau, die kennen wir. Das sind alles Sachen, die wir schon entdeckt haben. Und da ist wieder eine kleine Siedlung. Was ist das? Reliktruine. Hier ist nichts. Wenn dann doch was sein sollte, dann weiß ich nicht. Es hat so gut versteckt, dass man es absolut nicht sieht. So, die liefern ihr Wasser ab. Schau hier noch mal weiter durch. Vorsichtshalber. Das ist auch ein riesiges Gebiet. Da könnte man so einiges machen. Und hier gibt es ja auch das eine oder andere, aber halt nur so die normalen Ressourcen, wie man sie halt so benötigt. Aber ich sehe hier nichts, was in irgendeiner Form nach irgendwelchen Wundern aussieht, irgendwelchen Gebäuden, die in diese Richtung weisen, alte Ruinen, die halt diese Bauteile der Wunder beherbergen, wie auch immer. Hier ist nichts los in dieser Richtung, befürchte ich. Moment. Muss mal orientieren. Wie weit sind wir schon? Etwas frustrierend, muss man sozusagen. Das ist nur eine Oase, nur Kohle. Was ist das? Achso, das ist der uralte Brunnen. Ja, das ist auch altbekannt. Ja. Unbekannte Ruine weit weg. Das ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein Teil, wo man nur Sachen verschönern kann. Ne? Lass mich mal sehen. Also ich würde darauf wetten, das ist nichts Vernünftiges in dem Sinne. Da ist noch eine unbekannte Ruine. Die sieht aber komplett anders aus. Ja,
das ist das mit dem Gebäude anpassen. Moment, aber das andere Teil da, Moment mal, das sieht interessant aus. Und es ist unbekannt. Sollte ich da tatsächlich was gefunden haben? Es sieht zumindest seltsam aus. Und gehört nicht zu den Teilen, die wir bis jetzt so gefunden haben. Bibliothek des Intellekts. Wir stoßen auf große steinerne Stufen, die zu einem in die Klippe gemeißelten Säulengang führen. Sofort erkennen wir den Ort als eine der verlorenen Bibliotheken. Sie enthält unfassbares Wissen, das wir in der großen Bibliothek bündeln könnten. Dieses wundersame Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Mit großer Eile sammeln wir die Schriftrollen ein, denn sie werden uns beim Bau der großen Bibliothek helfen. Es war ein verheißungsvoller Tag, denn der Fund der bronzenen, zylinderartigen Halle brachte uns den Alten und damit den wahren wahrer Herrlichkeit näher. Auszug aus Die Wunder von Mulab, den zweiten Chronisten. Wir kehren nach Hause zurück. Juhu! Immerhin ein Teil gefunden. Dann hat sich das Ganze dann hier ja doch gelohnt, hier nochmal hier zurückzukehren. Auch wenn wir ja jetzt nicht nichts hier haben vollenden können, aber wir haben immerhin schon mal ein Teil der großen Bibliothek gefunden. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. So, Moment, wo sind wir? Oh, das ist aber auch zum Teil versteckt, ne? Das haben wir hier alles abgegrast. Wir können hier noch mal ganz kurz vielleicht gucken. Ansonsten müssten wir uns jetzt hier oben umgucken. Hier so den Bereich hier nochmal irgendwie uns näher anschauen. Ja, also einen ganz kurzen Abstecher hier nochmal so in diese Richtung. Einfach nur gucken. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht doch noch das ein oder andere entdecke, was mir durchgegangen ist. Die Tatsache, dass wir hier das Teil noch nicht geplündert haben, deutet darauf hin, dass wir hier noch nicht waren. Oder zumindest habe ich mich noch nicht richtig umgeguckt habe. So, Moment. Wir haben wieder eine weitere Technologie. Erforscht. Das war Ressourcen. Das war hier die Sache mit den Wasserfiltern. So. Gut. Grundlegendes. Habe ich hier noch irgendwas? Jein. Effizienz erhöhen. Oh, wirklich. Würde ich gerne bauen, aber wir gehen so langsam die Leute aus und ich brauche die für die Flieger. Das ist momentan so das Problem. Was ist aber hier? Effizienz erhöhen in 8 Stunden wäre zu überlegen. Lagerung. Auch da wäre zu überlegen, das hier eventuell auf 3 zu wuppen. Den Antrieb um 50%, 40%, kommt, das machen wir. Ja, dann haben wir das auch gemaxt. Das Ding ist immerhin im Einsatz und soll ja einiges bringen. So wirklich überzeugt bin ich davon noch nicht. Ja, also ob die Verbesserungen da jetzt wirklich was bringen. Das sei mal so dahingestellt. So, ich wollte aber eigentlich hier gucken. Wie komme ich denn jetzt hier hin? So, wegen der Ruine. So, Arbeiter hinschicken. Hier ist aber auch sonst weiter nichts. Hier haben wir noch eine. Habe ich auch nicht geguckt? Ja, bitte.
drei Relikte. Besser als nix. Dann nehmen wir wenigstens die mit. So, also. Wir haben ein weiteres Teil oder das erste Teil der Bibliothek gefunden. Aber damit hat auch nur noch ein weiteres Wunder halt, also das dritte Wunder, wenn man so will, angefangen, ohne dass wir viel weitergekommen wären. Also ich konnte nichts abschließen, das meine ich jetzt damit. Oh. Das ist nicht richtig, was ich hier mache. So, Wasser wäre vielleicht auch mal wieder so eine Sache. Okay. Die Richtung stimmt. Ewige Schmiede. Ansonsten ist hier nichts Außergewöhnliches. Die haben wir sogar geplündert. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Oder? Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Möglicherweise waren wir ja schon, irgendwie kommt das mit den Tümpeln hier so vertraut vor. Wie ich noch gesagt habe, oh, hier sind aber zwar relativ viele Tümpel, aber die sind noch relativ klein. Na gut, dann haben wir hier noch wenigstens nochmal geguckt. Besser einmal zu viel geguckt als einmal zu wenig. Und dann Sachen übersehen. Die ist unbekannt. Ich glaube, dann sind wir hier hinten aber auf jeden Fall durch. Ich denke schon. Naja, wie gesagt, jetzt habe ich hier damit angefangen und dann würde ich sagen, füge ich das jetzt hier auf der Karte dann auch erstmal weiter zu Ende. Achso, das war ja das Thema. Nicht richtig, ja. So, da ist gleich Ebbe. Genau genommen ist da jetzt Ebbe. Dadurch, dass ich jetzt das eine da gefunden habe, bin ich natürlich jetzt noch entsprechend angefixt. Ne? Wenn man einmal was übersieht, kann einem das ein weiteres Mal durchaus passieren. Das ist ganz klar. Moment, ich guck mal, dass ich ein bisschen näher rankomme. Das ist häufig so. Und immer gerade das, was man sucht, das findet man nicht. Wenn man dann noch so intensiv guckt. Und wenn man da nicht irgendwie so einen Zufallstreffer hat, dann sieht das schon etwas düster aus. Oh, das ist jetzt auch leer. So, weiter geht's. Dafür sind wir wassertechnisch einigermaßen dabei. Was hier vielleicht irgendwie hilfreich wäre, ist, wenn es sowas wie einen Scout oder so geben würde, ja, den man losschicken könnte,
und der halt nach unbekannten Gebäude oder so sucht. Der vielleicht noch gar nicht genau sagen kann, was es ist, aber der dann zumindest Sachen markiert und so sagt, hier, Moment mal, da waren wir noch nicht, da habe ich was entdeckt, eine Ruine, was auch immer, so dass man das abgrasen kann. Wenn sich das dann irgendwie als eine Ruine herausbohren, ne, letzten Endes dann nur sein Flieger hier, also unser Königreich, mit verschönern kann, ja gut, dann ist das eben so, mein Gott, was will man machen, aber dann kann man das wenigstens dann anfliegen, nachgucken, was ist da. So guckst du dir hier die Augen wund. Ja, und suchst hier, suchst da. In der Hoffnung, irgendwo was zu finden, was man eventuell beim ersten Durchfliegen, Überfliegen übersehen hat. Ja. Und ja. Oh. Wir sind tatsächlich voll. Meine Güte, dass ich das noch erleben darf. Okay, was sagt die Karte? Karte sagt. Guck nochmal. Was ist das? Unbekannte Ruine weit weg. Achso, ich sehe schon. Nee, das ist hier. Nee, das kann man sehr gut erkennen, da mit diesem Farbtöpfchen da. Dass das halt weiter nichts ist, was uns weiterbringt. Ja, und damit sollten wir hier in dem Bereich zumindest dann auch fertig sein. Das heißt, das hier kann ich komplett abhaken. Wir könnten uns hier dann da nochmal umgucken. Das könnte sinnvoll sein. Und das mache ich dann aber definitiv offscreen. Wie gesagt, ich bin bei der einen Sache, da bin ich da reingefallen. Hat uns dann aber immerhin zu der Bibliothek geführt. Muss man ja nur auch sagen. Besser als nix. Besser als nix. Ja, gut. Ein Treffer ist besser als kein Treffer. Auch wenn da jetzt ganz schön viel Zeit investiert wurde. Aber nun ja, nun ja, nun ja. Und beim ersten Durchüberfliegen ist mir das Ding entgangen oder ich habe es nicht als wichtig eingestuft, wie auch immer. Oder hatte es irgendwie gesehen, dann guckst du später nochmal vorbei oder so und dann ist es dabei geblieben. Wie auch immer es letzten Endes passiert ist. Es ist halt so, wie es jetzt ist. Wir mussten schauen, dass wir die noch fehlenden Teile finden. Ich würde wenigstens ein Wunder komplett bekommen, wenn die anderen dann halt nicht komplett sind. Dann ist das halt so. Dann würde ich vorschlagen, wir machen ein Wunder, gucken, dass wir ein Wunder komplett bekommen. Fliegen dann zu der letzten, zum letzten Königreich hin, machen da die entsprechenden Aufgaben. Wenn sich dann daraus dann noch ergeben sollte, dass wir halt dann doch noch das ein oder andere finden, dann werde ich mich nicht wehren. Aber ich will jetzt nicht noch Gott weiß, wie viele Stunden hier mit Rumsuchen verbringen. Das ist für mich unerquicklich, das ist für euch unerquicklich und ja, ist eben so. Naja, also wie gesagt, ich würde jetzt hier, also hier da, dass wir hier in dieses Gebiet, wo wir jetzt sind, da gehe ich jetzt offscreen durch und gucke nochmal, was ich finde und wenn ich dann was finde, dann bleibe ich dann an der Stelle, zeige euch das dann halt in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir dann ins nächste Gebiet kommen und durchkämmen das kurz. Werden wir so die Stellen so anfliegen und schauen wir mal, wie wir es machen. Oder ich kehre direkt zurück zur letzten Siedlung, wo da alles unter Wasser ist. Um das letzte Königreich halt mitzunehmen. Ich weiß nicht, was danach passiert. Ne? Also wenn wir die 150 Leute zusammen haben und alle Königreiche zusammen haben, ob das Spiel dann tatsächlich zu Ende ist. Oder dass das Spiel dann sagt, ja, du hast das zwar jetzt abgeschlossen, aber dir fehlen noch die Wunder. Kann passieren. Schauen wir mal. Okay. Vielen, vielen lieben Dank für eure Geduld, für euer Dabeisein. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank für deine Geduld, für dein Dabeisein. Ich hoffe, wir kommen hier relativ fix voran mit den Dingen, die wir hier noch zu erledigen haben.
aber ich fürchte, es wird wohl noch die eine oder andere Folge ins Land gehen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles, alles, alles Gute. Genießt die Zeit.